Willkommen bei Frugalist, mein Weg zur finanziellen Freiheit, und im heutigen Video gibt es eine Anleitung, wie ihr Bitcoin kaufen könnt, und zwar in Schnellform. Ich habe schon mal eine Anleitung gemacht, wie Binance funktioniert. Das ist sehr ausgiebig und viele fanden es etwas zu kompliziert. Dementsprechend mache ich jetzt heute nochmal wirklich eine Schnellanleitung, wie man dann direkt Bitcoin kaufen kann auf dem schnellsten Weg. Und dementsprechend würde ich sagen, starten wir auch schon direkt rein. Dafür habe ich in die Videobeschreibung unter dem Video einen Link gepackt, da kommt ihr direkt auf die Registrierungsseite und könnt auch schon starten. Und hier gebt ihr eben E-Mail und Passwort ein, und dann habe ich noch einen kleinen Tipp. Wenn ihr hier auf Empfehlungs-ID drauf tippt, dann geht diese versteckte Textbox auf. Und wenn ihr hier den folgenden Gutscheincode eingibt und einmal auf die linke Seite tippt, dann spart ihr nochmal 20% Gebühren. Aktuell ist es so, dass ihr 0,1% Gebühren spart. Das ist einfach jetzt schon verdammt günstig, weil wenn man jetzt mal zum Beispiel vergleicht mit Coinbase, da zahlt ihr 1,5% Gebühren. Und bei Coinbase Pro zahlt ihr 0,5% Gebühren. Also ist hier einfach deutlich günstiger. Und wenn ihr es nutzen möchtet, einfach das Ganze so machen. Ihr zahlt dadurch eben insgesamt nur noch 0,08% Gebühren. Und wenn ihr dann noch mit dem Binance Coin eure Handelsgebühren bezahlt, spart ihr nochmal 25%, sodass ihr effektiv 0,06% Gebühren zahlt. Das heißt, ihr zahlt fast 90% weniger Gebühren als zum Beispiel bei Coinbase Pro. Das mal nur am Rande, zum Beispiel auch der Hauptgrund, warum ich hier bei Binance bin, weil hier die Gebühren so gering sind. Nebenbei ist aber Binance natürlich auch noch die größte Kryptobörse der Welt. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Grund für sich, hier dann eben dabei zu sein, weil das, ja, denke ich mal, eine der Marktführer ist und dann auch relativ lange am Markt sein wird. Ja, jetzt geht's aber mal weiter, und zwar klickt ihr dann auf Konto erstellen. Dann bekommt ihr eine hier angegebene E-Mail einen Aktivierungscode geschickt, den öffnet ihr in eurem Postfach und geht einfach im nächsten Schritt bzw. im nächsten Fenster ein, und schon ist euer Konto aktiviert. Anschließend loggt ihr euch dann nochmal bei Binance ein, oder vielleicht seid ihr schon eingeloggt, und dann geht ihr zuallererst mal hier oben drauf und dann auf die Identitätsprüfung. Das Ganze ist notwendig, damit wir hier Geld einzahlen können. Das nennt sich KYC-Verfahren, ist gesetzlich vorgeschrieben, kommt man leider nicht drum rum. Das heißt, egal bei welcher Börse ihr das macht, muss man es einfach machen. Ja, also das wäre der erste Schritt, hier in der Identitätsprüfung einfach hier auf Verifizieren klicken. Der Button ist bei mir natürlich jetzt nicht mehr da, aber ja, für euch sollte der dann auftauchen. Und da öffnet sich dann ein Schritt-für-Schritt-Prozess, wo ihr im Endeffekt einfach ein paar Daten bei euch preisgeben müsst, euren Ausweis hochladet, und dann ist das Ganze auch schon erledigt. Wenn es erledigt ist, dauert es ungefähr nochmal 5 bis 10 Minuten, wenn der Antrag nicht besonders hoch ist bei Binance, und dann ist das Konto auch schon aktiviert. Wenn es aktiviert ist, dann bekommt ihr eine E-Mail, dass es erfolgreich geklappt hat. Ihr könnt aber auch einfach nochmal die Seite hier aktualisieren und schauen, ob das Ganze dann eventuell schon verifiziert ist. Wenn es gemacht ist, könnt ihr auch schon theoretisch starten und Geld einzahlen. Ich habe aber noch eine Info für Leute, die hier größere Summen einzahlen möchten. Ne? Und zwar für die empfehle ich noch die Adressprüfung, die habe ich natürlich selber auch gemacht. Wenn ihr das macht, dann müsst ihr im Endeffekt nur einen Kontoauszug hochladen, wo euer Wohnort draufsteht. Das ladet ihr hoch, und dann ist das Ganze auch noch verifiziert, und ihr haltet anschließend eben höhere Einzahlungslimits. Also mit der normalen Verifizierung könnt ihr 500 Euro am Tag einzahlen. Und mit dieser Adressprüfung könnt ihr 200.000 Euro am Tag einzahlen. Ist auf jeden Fall auch nochmal ein Vorteil. Zum Beispiel jetzt bei Coinbase muss man extra sein Limit nochmal beantragen, um das zu erhöhen. Und besonders, wenn man eben mal größere Summen hier dann hantiert, finde ich das extrem nice, dass man hier 200.000 Euro am Stück eben hin und her schieben kann. Wenn das dann eben erledigt ist, könnt ihr jetzt auch schon loslegen und hier Geld einzahlen. Dafür geht ihr einfach hier oben links auf Kryptos kaufen und wählt dann die Zahlungsmethode aus. Es gibt eben Bankeinzahlung oder Kreditkarte. Ich persönlich empfehle euch die Bankeinzahlung, weil es hier einfach kostenlos ist. Hier auf der Einzahlungsseite müsst ihr jetzt einfach nur kurz prüfen, ob hier alles richtig angekreuzt ist, sozusagen. Also bei Währung gibt es natürlich auch viele andere, wie zum Beispiel Schweizer Franken. Und dann habt ihr eben nochmal die Möglichkeit zu wählen, ob ihr jetzt Banküberweisung möglich machen wollt oder vielleicht auch Kreditkarte, allerdings zahlt ihr hier halt Gebühren. Wenn es dann für euch passt, müsst ihr auf der rechten Seite hier jetzt nur noch eingeben, wie viel Geld ihr dann überweisen möchtet. Ich mache jetzt mal beispielhaft 500 Euro. Ihr seht aber auch zum Beispiel, dass ich hier jetzt mit meiner Adressprüfung 200.000 Euro am Stück einzahlen könnte. Dann guckt ihr noch, dass hier der Haken gesetzt ist, und klickt auf Weiter. Im nächsten Fenster erhaltet ihr jetzt die Bankdaten, die ihr eben benötigt für die Überweisung. Das bedeutet, ihr geht jetzt einfach in euer Online-Banking rein, öffnet dort das Überweisungsformular und gebt dann einfach diese Daten hier ein für die Überweisung. Also bei Name eben Binance hier, dann IBAN, die bei euch dann dort steht, und dann auch der Referenzcode, ganz wichtig, den packt ihr in den Verwendungszweck, damit Binance auch das Geld eurem Account gutschreiben kann. Zuletzt natürlich noch die 500 Euro, und schon könnt ihr die Überweisung losschicken. Das Ganze dauert dann irgendwo maximal 3 Werktage. Bei mir ging es aber zum Beispiel auch nach einem Werktag. Das heißt, ich habe das Geld abends überwiesen, und am nächsten Werktag war das Ganze schon da. Wenn das Geld dann eingegangen ist, bekommt ihr eine E-Mail, dass es geklappt hat. Und dann könnt ihr auch schon loslegen und hier auf Kryptos kaufen klicken und euren Barbestand benutzen, um eben Bitcoin zu kaufen. Das heißt, ihr klickt einfach dann hier auf Barbestand. Und das ist jetzt wirklich die einfachste Möglichkeit, um hier Bitcoin zu kaufen. Ne? Nicht über die Trading Queue, sondern hier müsst ihr im Endeffekt nur eingeben, wie viel Geld ihr denn in Bitcoin investieren möchtet. Ich habe diese beispielhaften 500 Euro genommen, das heißt, die gebe ich jetzt hier auch mal an. Das heißt, ihr müsst hier nur noch eintragen, wie viel Geld ihr dann investieren müsst oder wollt. Und anschließend seht ihr dann auch, wie viel Bitcoin ihr dafür ungefähr erhalten würdet. Natürlich könnt ihr die Parameter hier auch ändern in eine andere Währung oder auch in eine andere Kryptowährung, wie zum Beispiel Ethereum. Und im nächsten Schritt seht ihr eben, wird hier euer Fiat-Guthaben benutzt, also euer eingezahltes Geld per Banküberweisung in dem Beispiel jetzt. Und dann klickt ihr hier nur noch auf Bitcoin kaufen, und schon ist das Ganze erledigt. Wenn ihr jetzt nochmal kurz prüfen wollt, wie viel Bitcoin ihr denn jetzt habt, könnt ihr nochmal in euer Spot Wallet reingehen. Dort erhaltet ihr eine Vermögensübersicht, welche Kryptowährungen ihr habt, aber auch wie viel Guthaben ihr auf der Börse liegen habt.
Das heißt, wenn ihr zum Beispiel auch das Geld eingezahlt habt, könnt ihr hier nochmal kurz prüfen, ob die 500 Euro jetzt eben verfügbar sind auf dem Beispiel. Das war's auch schon mit der Schnellanleitung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gerne Daumen nach oben da lassen. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall gute Gewinne. Bis nächste Woche. Ciao.